Es war in einem Café, das war sehr lustig. Und dann kam am Ende dann auch noch meine Freundin und die Schwester dazu, weil sie halt Sarge länger kannte. Und das war dann für mich ein bisschen ruhiger. Es gibt ja unter Frauen immer diesen Geheimcode. So, ich rufe mich in 15 Minuten an und dann gucken wir, wie das Date läuft. Und ansonsten eine halbe Stunde später musst du schnell abhauen. So. Und dann kam der Anruf und ich habe schon gleich gehört, ah, ihre beste Freundin ist am Telefon. Ich musste schon gleich loslachen, ne? Also mir ging es einmal ganz schlecht und dann war es hart staunend. Auf einmal waren alle Sorgen weg. Das hat mir dann gezeigt, mit diesen Menschen kann ich in guten und in schweren Zeiten auch zusammenbleiben. Und das war halt so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das ist der Mensch, den ich liebe. Und an dem Tag hat es auch Klick gemacht, dass man dann gesagt hat, okay, das ist die Liebe meines Lebens. Der Punkt, wo ich mir gedacht habe, das ist die Frau, die ich wirklich irgendwann mal heiraten war, war, wo ich echt realisiert habe, dass sie so ein Familienmensch ist. Als sie meine Mutter kennengelernt hat, hat sie sie auch schon gleich ins Herz eingeschlossen. Ich mag das nicht, wenn du zum Beispiel, wenn ich dir was sage und du siehst das gleich so als eine Schlacht an. Das mag ich nicht. Jetzt sag du. Das war schon? Ja. Wir haben ein paar mehr Sachen. Ich habe keine negativen. Shoppen ist immer so ein Problem, aber damit kann man leben. Shoppen? Ja, das gehört zu mir. Ja. Okay. Hast du noch was? Nein, wir haben erst du, dann ich. Jetzt machst du was Positives. Ja, ich habe ganz viele Positives. Fang mal an. Und zwar, ich bin richtig froh, dass ich dich habe, weil ich weiß, dass du immer hinter mir stehst und dass du immer für mich da bist und das ist das wichtigste Gut, was ich habe. Du gibst mir viel Mut, viel Kraft. Wir haben viele Probleme und Sorgen so und wenn es mir dann mal scheiße geht, hast du immer auch die richtigen Worte für mich, die mich dann auch mal wieder aufbauen. Du bist ja.